Wohnmobilfreunde. Heute wollen wir mit den Fahrrädern auf die Hornisgrinde fahren. Die Strecke ist hin und zurück ungefähr 38 Kilometer lang und es sind 970 Höhenmeter zu bewältigen. Los geht es am Wohnmobilstellplatz in Kappelrodig. Wir fahren auf dem Radweg nach Ottenhöfen. In Furschenbach queren wir die Acher und fahren weiter auf dem Radweg. Wir erreichen Ottenhöfen. Ab der Acherbrücke am Ortsende von Ottenhöfen führt der Radweg entlang der Acher nach Seebach. Die Bänke am Radweg haben sogar einen integrierten Fahrradständer. In Grimmerswald zweigt der Radweg ab zur Hornisgrinde. Zunächst ist die Straße noch asphaltiert, dann geht es auf einem Waldweg weiter. Wir erreichen die Hohen Felsenhütte. Hier kann man schön Rast machen. Vor uns sehen wir schon den Funkturm der Hornisgrinde. Das letzte Stück fahren wir auf der B500 bis zum Mummelsee. Erstaunlicherweise überholen uns hier kaum Autos. Der Mummelsee ist noch zugefroren. Am Mummelsee entlang führt eine gesperrte Straße hoch zur 1164 Meter hohen Hornisgrinde. Auf der Hornisgrinde befindet sich ein Hochmoor, ein Windrad und mehrere Türme. Da es recht diesig ist, endet unser Blick ins Rheintal leider im Dunst.
Sonst reicht die Aussicht bis zu den Vogesen. Wir fahren wieder ab auf der Schwarzwaldhochstraße, vorbei am Skilift Seibelseckle. Dann biegen wir rechts ab und verlassen die B500 nach Hinterseebach und Seebach auf der L87. Wir hatten eine wunderschöne Abfahrt mit kaum Verkehr. Ab Ottenhöfen nehmen wir wieder den Radweg bis zu unserem Wohnmobilstellplatz in Kappelrodig. Trotz schlechter Sicht hat sich die Fahrt auf die Hornisgrinde gelohnt. Viel Spaß in Kappelrodig wünschen Renate und Bruno.